Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast mit meiner Kellnerin und unter anderem auch hier mein guter Freund, kann man wirklich sagen, Marek Fies. Ja, guten Abend, hallo, dobry wieczór, ja. Hallo. So, das war's von uns. Ja. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Letztes Mal haben wir gerade gemerkt, im Puff, ja, haben, im Puff haben wir uns gesehen. Ja, im Puff haben wir uns gesehen. Und das ist wirklich wahr. Das ist kein Schmeißer, das ist wirklich in, so. In Pascha in Köln und wir haben nicht deine Schwester abgeholt, sondern... Nee. Deine Oma. Da war gerade Ü60 Abend. Nein, die hat da den Feldjob. Ja, ja. Aber läuft nicht mehr. Die hat Schal, aber mit zwei Schals. Ja, ja. Die Schals hängen, Bonsen. Genau. Und, nein, wir haben wirklich das. Und danach musste der Puff ja schließen, Pascha. Ich weiß aber nicht warum. Deswegen hoffe ich, ist kein schlechtes Omen, wenn ich jetzt hier bin und Kneipe schließt. Ne? Ich weiß nicht. Aber wir kriegen die wieder auf. Wir in Polen kriegen die Kneipe wieder auf. Ich glaube, in Pascha ist was ganz anderes noch passiert damals als jetzt hier in dieser Kneipe. Obwohl, ich habe schon von der Toilette manchmal, also da sind Videofilme, die wissen halt gar nicht, dass da eine Kamera hängt. Man muss ja auch mal ein Hobby haben. Ja. Marek, wir haben uns seit 200 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, wie geht's dir? Warum hast du dieses Trikot immer noch an, obwohl ihr qualifiziert seid? Prost. Ja, weil wir wieder in der Vorrunde rausfliegen, deswegen trage ich die Spiele mit Ehre. Ist ne? Lewandowski kommt von Bayern immer dahin und denkt so, oh, guck mal, jetzt spiele ich mit Leuten, die nicht andere, so gut können. Die können beim MSV spielen, ja. Ja. Ich glaube nicht. Ja, ich habe Hooligan-Vergangenheit auch, pass auf. Ne? Nee, aber wir haben in der Gruppe, ich muss dazu sagen, Katar, ne? Ja. Heißt auf Polnisch, können Sie auch gerne googeln, ist kein Witz, heißt auf Polnisch Schnupfen. Ja, bei uns wirklich? Ist auch Katar. Können Sie sagen, Katar ist Schnupfen, ja. Aber für mich müsste eigentlich heißen zum Kotzen. Ne? Ja. Wirklich, und wir haben in der Gruppe haben wir Mexiko, Saudi-Arabien, Argentinien. Ne? Also nur Derbys. Argentinien, da wohnen viele Deutsche, Saudi-Arabien, ne? Auch Demokratie und Mexiko, gut. Ne? Ja, da ist viel an der Grenze los. Ja, ja. Es gibt eine Sache in Tijuana, da gehen viele Leute hin, weil da irgendwie, da passiert was, das will man gar nicht wissen. Ja. Ja, aber da werden wohl Esel, guten Tag, also die werden mitgenommen. Okay, ja, steigst du da ein, ja? Nein, aber das wurde sogar bei Big Bang Theory gezeigt, also nicht den Film an sich, sondern dass man dann dafür dahin fährt. Ja. Keine Ahnung. Nein, aber so schlecht sind wir nicht eigentlich, aber reicht halt immer nur für drei Spiele. Ne? Aber du bist doch der Co-Trainer Nummer 1 in Deutschland, wenn du ehrlich bist. Ja, warum hilfst du nicht? Warum hilfst du deiner Nation nicht, dass sie endlich mal Weltmeister werden? Ja, weil unsere Sendung abgesetzt wurde, das steht für Chef Coach. Wurde abgesetzt, weil man musste sparen, Telekom, musste sparen. Ja. Die haben nämlich ein Tagesgehalt für Leroy Sané dafür aufgebraucht. Ja. Und da war für die Sendung kein Platz mehr. Ne? Na gut, aber die Haare liegen bei dem. Bei Sané? Ja. Im Insteckdose, ja. Und was machst du im Moment? Du hast Kinofilme gedreht, hast du mir gesagt. Genau, wir haben einen Kinofilm gedreht im letzten Jahr. Kaiserschmarrn-Drama hieß der. Vielleicht kennen einige hier. Eberhofer, hier. Die Frauen kennen das. Deswegen habe ich da mitgespielt, um da vielleicht ein bisschen Chance zu haben. Aber ist immer noch scheiße wie vorher. Ne? Und jetzt haben wir mitgespielt in einem, der hieß Gugelhupfgeschwader. Und im ersten Kaiserschmarrn-Drama, das war Nummer 1 in Deutschland, habe ich gespielt einen Bauarbeiter. Jetzt spiele ich einen Pfarrer, also die zwei häufigsten Berufe in Polen. Ne? Ja. Ja. Manchmal, die machen das auch zusammen. Ne? Ja. Also abends Fahrer, morgens Bauarbeiter, das ist bei uns immer fließend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich beide Filme jetzt nicht direkt, aber ich... die sind auch zu hoch für dich. Ja, das ist deswegen. Ne? Und ich kann auch den Untertitel dann nicht lesen, wenn der zu hoch ist. Aber Bayern ist so ein bisschen wie Polen, weißt du? Kein Deutsch, ne? Ja. Alle katholisch. Ich glaube, die Polen sprechen besser Deutsch als Bayern. Und ein Idioten an der Spitze. Bei uns Kaczynski, da Söder. Ne? Also, Wie immer ist es immer schön, wenn ich sage, keine Politik, keine Religion, aber du kannst dich ruhig schon gehen lassen. Aber heute musst du ja alles aufpassen, da meldet sich Diskriminierung. Jetzt stell mal vor, die Merkel würde abgesetzt werden, was hier los wäre in Deutschland. Der Brand kommt zurück, ne? In Kneipe. Der Schröder. Aber heute muss er wirklich, guck mal, du bist ja wirklich harmlos, ne? Ja, ich bin keine Politik, du sagst es auch, keine Religion. Aber selbst bei dir sehe ich mittlerweile Gefahr, dass sich irgendein 83. Geschlecht meldet und sagt, ich will mich benachteiligen. Ne? Ja. Ne? Also man muss wirklich. Ich mache tatsächlich auf der Bühne inzwischen auch schon, dass ich sage, hier, das soll mal aufhören. Ja. Ja.
Kommt gut an, ne? Ja, Corona und so. Ja, haben bei dir diverse auch Rabatt, ja? Ja. Nein, ich bin ja eh Artist durch und durch, deswegen brauche ich das auch nicht erwähnen. Ja, Artist, ja. Ja. So, wenn man jetzt überlegt, was labern die beiden davon? So labern wir nur. Wir waren in der Schweiz 3 Wochen unterwegs. Ja. Davon 2 Wochen war zusammen. War sehr günstig dort. War sehr günstig. Ja. Mit Peter Löhmann, der heute Geburtstag hat. Ah ja, alles Gute, ja. Peter Löhmann. Ja, Peter. Zum Geburtstag. Der lügt. Ja, der lügt. Er ist gebürtiger Oldenburger und dahinter steht nicht das Geburtsdatum. Oldenburger und Schweizer, also gleich zweimal Arschkarte. Ja, Oldenburg in der Schweiz. Ja. Das Lustige, wir haben ja dort gespielt, ne, für Gage. Ja. Und die Schweiz war so teuer, ich bin damit minus wieder raus. Ne? Ja. Ja, wirklich. Ich zahle die Schulden heute noch ab. Ja, nein, wir waren in der Schweiz und sind rüber dann nach Freiburg, um aufzutreten, damit wir Geld haben und wieder zurück. Ja. Ja, an der Grenze, ja. Aber es war eine geile Zeit. Ne? Also wir haben Liverpool mal geguckt. Ja, und was ich mich erinnern kann, war geil. Ja. Magic Comedy Festival war wirklich, und wir waren beide Headliner. Ja, Magic Comedy Festival, wir beide, das passt beide. Natürlich, ja. Also man kann sich gar nicht vorstellen, die Schweizer an sich sind natürlich ein bisschen zurückhaltender, bei uns waren sie zurückhaltend, ja. Aber zwischendurch war auch gut. Da waren ja auch viele Schweizer, reiche Geschäftsleute mit brasilianischen Frauen oder mit asiatischen Frauen. Ja. Habe ich gesagt, naja, die haben sich Souvenir mitgebracht. Ne? Zürich halt. Was machst du im Moment? Machst du wieder Comedy bald? Fängst du wieder an? Mach was. Ja, ich hab erzähl du doch mal. Da, jeder hat ja mal was vorzustellen, so Buch. Jeder hat ja Buch oder CD rausgebracht. Ja, aber du nicht. Ich wollte hier meine Mahnung zeigen. Die kann man kaufen. Nein, Mahnung, die schreibe ich nicht mehr an. Ja, kenne ich. Aber nee, das Lustige ist oder das Traurige ist, in der Corona-Zeit war ja natürlich sehr schwierig für viele. Ne? Und für mich war wirklich Tiefschlag, weil mir haben geschrieben, von RTL 2, Kampf der Reality-Stars. Ja. Die wollten mich für diese Sendung haben. Oh, das ist schon. Und dann dachte ich so, wenn die dich schon anfragen, bist du schon Schalker, ne? Ja. Da quasi hast du wirklich verloren. Aber das Schlimme war, ich habe zugesagt und die haben mich trotzdem nicht genommen. Dann bist du wirklich Schalker. Ja. Sind Schalker heute hier? Ja. Ja. Wie ich immer sage, das ist wie Herpes. Der Leidenstisch, ne? Ja. Nee, aber ist auch bestimmt auch gut. Schalke. Bestimmt, die spielen da auch. Also du musst gar keine Brötchen backen. Ich darf als Fußball überhaupt nichts sagen. Ja, immer. Ja. Hier, wir haben zusammen angefangen, Fußball zu spielen. Und Ermann wechselte er wegen des Triumphs nach Tura von DJK nach Düssel. Ja. Beides ist auf der Strecke geblieben eigentlich. Aber Tura gibt es noch, DJK gibt es leider nicht mehr. Ne? Aber man hatte so seine Vereine, wo du als Jugendlicher, so Emmy, wir sind zusammen aufgewachsen, dann bist du als Jugendlicher dann da immer gewesen und dann sagt er, oh, ich wechsle nach Tura. Beides Neudorfer Vereine, der eine hat aber in Wedau gespielt. Sehr interessant, also ist auf jeden Fall, das wollte ich heute hören. Nee, und dann war es vorbei, ich wollte nur sagen, jetzt bin ich ein bisschen halb. Ja. Da ist Karriere. Ja. Warum machst du keine Comedy mehr? Das ist eine harte Frage, weil wenn der Preis, stimmt, komme ich zurück. Ja? Also das ist wirklich ein bisschen wie Howard Carpendale. Comeback nur ankündigen, weißt du? Ja. Macht man sich interessant. Ne? Ja. Wenn man der Frau sagt, bist du vergeben? Marius Müller-Westernhagen hat das mal gemacht. Da hat er gesagt, nee, ich komme nicht wieder. Und dann, jetzt sind, glaube ich, 300 Leute mal bei den Auftritten. Ja. Vielleicht mache ich Zivildienst für die Amigos, wer weiß. Ne? Ich weiß nicht. Ich wollte von dem einen Amigo mal ein Autogramm für meine Mutter haben, ist kein Scherz, und konnte, weil er Gicht hatte. Das ist der Gitarrist. Ich dachte, das ist bei denen im Fanshop Gicht. Kannst du kaufen. Machen wir Gicht an. Ja. Aber ein guter Freund von dir, der Wolfgang Trepper, ne? Der ist auch Duisburger. Ja. Und der tritt ja im ZDF-Fernsehgarten auf. Ne? Da denke ich mir jedes Mal, was für eine Nutte. Ne? Also wirklich. Ich würde da nicht auftreten, sei ganz ehrlich. Fernsehgarten geht man nicht hin. Okay, soll ich gleich auf YouTube schauen, ob du Markus Krebs hast? Dreimal war ich schon da, sogar bei dem Mallorca-Abend, der aber am Tag gesendet wird. Ich weiß nicht, was das für. Aber auf jeden Fall war ich dann Markus, wie hat die mich genannt? Markus Becker. Ja. Das ist aus Gewohnheit, ne? Ja, weil da diese Assis auftreten. Ja. Wo soll ich ein rotes Pferd herkriegen? Ja. Ne? Ich könnte meine Schwiegermutter anbieten. Nein, aber dann gab es einen leichten Shitstorm wohl im Internet und dann habe ich gesagt, die kann mich nennen, wie sie will, die Kiwi. Ist mir scheißegal. Ja. Die ist eine Süße. Also die würde ich zwar von der Bettkante schubsen, aber auf dem Boden weiter.
Nee, ja. Aber die war immer nett und die hatten mich auch immer eingeladen und mir haben sie auch zwischendurch, also waren zwei, die haben zugehört. Ja. Die können ja. Auch hören, ne? Ja, die das beiden. Ja. Die Wolfsburger. Ja. Ich dachte, die RB-Fans, ne? Ja, gerade überlegt, ob Wolfsburg und RB Leipzig, wenn die eine Fanfreundschaft haben, ob die fünf nicht treffen. Ja. Wenn die sich zerstreiten, ne? Ja, da dann bleibt nur noch einer übrig. Ne? Ja, da müssen mit Sandhausen. Ja. Und Ingolstadt. Ja, ja. Ja. Aber du warst doch, ich habe dich ja mal live gesehen. Ja. Und dadurch, dass wir auch mal zusammen... In Pascha, ne? Wir sind mal nach der Show. In Berlin haben wir mal zusammen ein Programm geschrieben, weißt du noch? Das stimmt, ja. Am Wannsee. Ja, das Programm ist nichts geworden, aus guten Gründen. Ja, ja, weil wir schon voll waren. Ja, deswegen, aber das Lied haben wir den Toten Hosen dann gegeben. Ja. Und heute ist es Mark Forster. Ja, ja. Aber du machst Kino, aber Comedy war doch geil. Du hast das doch gut gemacht. Was ist denn? Ja, ich war irgendwie satt. Ich war irgendwie satt. Muss ich sagen, ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Echt nicht? Ja, das ist jetzt nicht so, jetzt das runterzureden, ne? Aber ja, mach mal. Das sind ja nicht alle so geil wie du, weißt du? Das ist richtig. Das sind ja nicht alle so nett wie natürlich du. Natürlich täglich. Ja. Ja. Es gibt ja so Arschlöcher, die aus dem Zug filmen und das dann im Internet stellen, ne? Und dann Olympiastadion Ausverkauf machen. Solche Leute auch hinter der Kamera, die haben ja nicht mal so. Ich komme mit ihm klar. Ja, ja. Mit Bernd Stelter, ja? Ja, mit Bernd Stelter, gut, klar. Ja, nein. Also nee, aber gibt Leute, die lernst du ja immer mit der Zeit kennen, aber gibt auch welche, wo du sagst, nee, den willst du nicht. Ja, ja, genau. Wer ist bei dir der Härteste? Wenn ich nicht kennenlernen will? Nee, wo du sagst, den hast du kennengelernt und warst, boah, was ein Arsch. Ja, wer war denn das? Mach mal Kevin Großkreuz. Echt? Ja, ja. War der ein Arsch? Nein, aber er ist Dortmunder, ne? Das muss ich jetzt sagen. Jawohl. Okay, das ist bei mir Horst Rubisch. Der muss total in Ordnung sein, war Essener. Nein, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt ein Beispiel, hat mich jetzt nicht betroffen, aber ihr kennt ja alle die Sendung Nightwash zum Beispiel. Ja. Ne? Da habe ich angefangen auf Waschsalon. Und dann haben die gewechselt, irgendwie zu One Festival hat das dann übernommen und also ausgestrahlt. Und eine Begründung eines Kollegen, warum die ihn nicht genommen haben, war so eine von einer Redakteurin aus Prenzlauer Berg mit ihrem Sojakaffee. Er ist zu alt. Der Junge, John Doyle, wir kennen ihn alle, hat alles in Grund und Boden gespielt, ne? Alle lustig und so weiter, aber er ist so alt, das ist kein Kriterium, tut mir leid, die hat keine Ahnung und soll das Maul halten und den Job wechseln, ganz einfach sowas, ne? Wirklich, sowas hat mich aufgeregt. Ja, ist richtig, ja. Ja, das ist wie beim Fußball. Otto Rehagel hat gesagt, gibt genau, und gute, schlechte und sowas, das ist genau da auch. Vollkommen, ich bin im Quatsch Comedy Club auf der Friedrichstraße aufgetreten und da hat Ole Lehmann gesagt, der ist nichts für uns. Ja, aber dann hast du doch alles richtig gemacht. Ja. Ja. Und dann habe ich Impro-Theater gespielt in Bremen und dann war er da und sagt, boah, ist ja richtig gut. Ich sage, nee, ist nicht gut. Ja. Aber dann die haben mehrmals angefragt. Aber du bist ja einer. Aber Markus, du bist ein ehrlicher Haut. Du merkst dir sowas, ne? Ja. Wenn die dann beim Erfolg kommen, dann sagst du was? Beim zweiten Felder. Ne? Genau. Zweimal schon, ne? Ja, er ist die Stimme von Quatsch Comedy Club und der hat gesagt, so, die das immer geleitet hat, mir fällt der Name nicht ein. Renate Berger, ja. Ja, genau, die war an dem Tag nicht da. Ja. Und er hat dann die Leitung übernommen und dann, ich fand die Stimmung gut und er sagt, nee, der ist nichts für uns. Ja. Die haben auch Backstage nicht mit mir gesprochen. Ich muss jetzt heute auch meinen Anwalt bestimmt nochmal danach anrufen. Nein, aber weil du genauso bist, weil du ja auch eine ehrliche Haut bist, habe ich dich eigentlich immer gerne auf der Bühne gesehen. Da du auch mal, wenn ein Publikum einer war, der sturzbesoffen war oder irgendwie. Habe ich gesagt, hallo Papa. Halt warum trinkst du das weg? Ja, ja. Halt doch mal die Fresse jetzt. Ja, klar. Ja. Also, da kommen ja Leute, um einen schönen Abend zu haben und so. Ne? Ja. Also meistens. Ja. Und dann darf man. Ich hoffe, dass solche Leute immer mal hier hinkommen. Ja. Ne, um einen schönen Abend zu haben. Ja. Ne, aber jetzt, wie sieht deine Zukunft aus? Was machst du jetzt? Du hast Filme gedreht, du machst die Serie nicht mehr. Das klingt so, du hast Filme gedreht. Ne? Ja, du hast gesagt, du hast zwei Filme gedreht. Wer hat das gesagt? Das hast du Dolly Bastau gefragt. Ne? Ja, du hast Filme gedreht. Wohnt in Wesel, direkt bei mir. Ja, ja, so. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Man kennt sich, ne? Also, in- und auswendig, ne? Die Dolly-Filme, Masterblocks. Kennst du noch früher, wo die Leute in der Videothek. Blockbuster, deswegen heißt die, glaube ich, auch so. Also, wo die Leute. Videotheken, das gibt's ja gar nicht mehr. Gut, in Gelsenkirchen gibt's noch Videotheken, aber. Ja, aber da ist nur Betamax. Wo so Leute früher rausgekommen sind mit dieser Kassette, ne? So eine versteckte Tasche, ne? Hinten, da drin war nackt, zerhackt und angekackt, der Film, ne? Und. Junge, die kamen so verschämt raus. Ich so, ist der gut? Kann man empfehlen? Dass du dir sowas merkst. Ja. Trommelfeuer aus der Sackkanone. Aber ich.
Ich glaube, das war auch deine beste Rolle. Ja. Bei Stummfilmen bin ich immer gut. Ja, ja. Du bist ein bisschen Bastaki. Ich double immer die Schwarzen, weißt du, in den Filmen. Ich habe einen Kollegen, der hat so... Scheiße, ja, den habe ja. ich denn. Weil ich hab, selber überlege... Ich habe afrikanischen Migrationsvordergrund. Ja. 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 Du weißt also ja. nicht, wie kalt das Wasser ja, ist, sondern ja. nur wie tief. Heute 300 Gramm im Angebot. Und 800 bleiben übrig. Ja, ja, ja. Und steckt ja. nicht drin. Sei froh, ne? Naja, aber was hast du denn vor in nächster Zeit? Ja, ich dachte vielleicht jemand, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, wenn der Vorhang fehlt, ne, ja. Zwischen, ja, wirklich zwischen Alkoholiker und manchmal, ja. Manchmal Standing Ovations. Ja. Und ich habe das Buch geschrieben, habe 6 Verlagen gegeben und da, die haben gesagt, das muss raus, der Name muss raus, das muss raus. Ja. Ich gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch, dann schreibe ja. ich gar kein Buch. Ja. Aber vielleicht ist heute irgendein Verlag, der Lust hat, das hast zu veröffentlichen. Hast du wirklich Probleme mit dem Verlag? Das ist wirklich so. Ja, das wenn ich da was hinschreibe, dann ist mir hier das so, fertig aus. Ja, ist wirklich so. Aber ich glaube, mein Roman ist ein bisschen anders als deine. Ne? Ja, ja. 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 Ich kann mir vorstellen, aber wenn ich jetzt auch eine Autobiografie mache, da sind ja auch ein paar Sachen drin, wo du sagst, oh, ja. hui. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, druck it oder lass it. Ja, ja? Dann druck it selber. Aber genauso was ist denn, wenn man einen Verlag einfach gründet? Ist doch heute, kannst du doch. Ist doch, wird vom Arbeitsamt, glaube ich, ein halbes Jahr unterstützt. Ja, aber das aber du sagst es, wie kommt denn das, ne? Ja. Sitzt du bei Lanz, ja, das Arbeitsamt sponsert mich, ich habe mein Buch rausgebracht. Lanz wollte mich, die haben mich ja ausgeladen. Ja. Dich hatten sie damals mal eingeladen. Ja, aber nie wieder eingeladen. Weil im Nachhinein rauskam, dass ich wohl mal im Stadion geschubst habe. So, wenn man aber meine Autobiografie gelesen hätte oder Wikipedia, immerhin, hätte man gesehen, alles klar, das war der Grund, warum RTL mich überhaupt nur zu dieser Sendung eingeladen hat, wo ich dann den Comedy Grand Prix, weil, oh, der war mal ein Rabauke, jetzt macht der Comedy, der hat eine Geschichte dahinter. Ja, ja, sonst wäre ich daneben, ja. Die haben noch nie einen Auftritt von mir gesehen. Ja, so, und das fanden die als Begründung, fanden die völlig in Ordnung. Mhm. So, und dann haben die immer mal gemerkt, ach, das stand bei Wikipedia, komm, wir laden den mal für eine andere Sache ein. Ich doch nicht mehr. Geh ja, kacke, Lanz. Aber ganz ehrlich, Markus, du und Lanz, wirklich, es gibt nur einen Markus, der ist Krebs. Ne? Ja, also wirklich, du passt halt eher, bei Google, wenn der einmal über mir ist. Du passt. Aber du passt eher so RTL 2, würde ich jetzt sagen. RTL 2 ist mein Sender. Ja. Oder offener Kanal, Wanne Eickel. Ab 8.05. auf Kabel 1 übrigens, meine neue Serie, Asbach sucht den Partykeller. Ja, da hinten ist das Schild. Ja, und ich habe welche gefunden, die haben einen Partykeller, der war ebenerdig. Mhm. Aber zapf mal frei. Ja, ich finde es ja gut. Ich finde es ja gut, dass du das so Sachen machst, weißt du, die zu dir passen. So, ne? Also du jetzt, wenn du jetzt Fitnessprodukte bewerben würdest, ne? Warum? Aber Kneipe. Ja. Ich spiele am 6.6. hier bei Werner Hanschmidt, hier Abschiedsspiel. Da ja, Hütchenspieler oder was machst du da? Nee, ich schieße nur einen Elfer. Ja. Du schießt einen Elfer Kölsch. Nein, ja. Aber wird wirklich in Gelsenkirchen in der Glückauf. Ja, genau. Da bin ich tatsächlich mit dabei und ja. Ich soll wohl auch Sportschuhe mitbringen. Ja. Für die Aftershow-Party im Swingerclub. Nein, ich weiß nicht, ob ich da auch abhauen muss oder was, ich weiß es nicht. Ne? Ja, nee, aber ich freue mich da drauf, dass ich da eingeladen wurde. Ike Hüftgold macht das, glaube ich, ne? Ich organisiert das. Ike hat das gemacht, ja, genau. Stimmt. Ja, der also macht das noch. Ja. Es kommt noch, Markus. Ja. Nee, er ist aber über Pia gegangen. Also nicht, also. Der ist über Pia gegangen? Pia Tillmann hat mich, also. Wie meinst du das jetzt? Es geht zu weit. Okay. Nein, Matthias heißt Ike in Wirklichkeit, hat die Pia angerufen, die dann mich, obwohl Ike meine, also Matthias meine Nummer auch hätte. Hat sich dann aber bei mir bedankt über meine Nummer, dass ich der Pia über ihre Nummer Ja gesagt habe. Das sind 3 Bücher, die wir gerade schreiben. Merkst du ja, mal? Ja. Aber jetzt ganz ehrlich. Willst du wenn mich ich jetzt sage, nein, ja. Ich möchte, dass du wieder Comedy machst. Wenn du jetzt was auf den Tisch legst, ja. Ja. Dann dreh dich morgen. Ja, glaube ich, kannst du nicht bezahlen. Nee, aber du warst mit der Beste, ja, nach mir. Das klingt jetzt so dramatisch negativ. Nein, aber, nein, du warst der Beste, jetzt bist du nein, nicht mehr. Nein, ne? Weil du einen Humor hast, der seinesgleichen sucht. Und, ja, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ja. Du darfst nicht aufhören. Ja. Deswegen bin Habt ich auch ihr hier. Habt ihr ihn mal live gesehen? Ja.
Guck mal, was hier abgeht. In Berlin. Da siehst du ja, du darfst nicht aufhören. Die Begeisterung ist hier zu spüren. Nein, aber... Ich habe dich aber in Berlin live erleben dürfen. Du hast dir das auch noch, sag ich mal, dann, man sagt das, angetan. Wenn so viele Leute da sind, ist die Autogrammstunde hinterher länger als der ganze Auftritt. Mhm. Das ging zum Anfang. Bei 100, 200 Leuten ging das. Mhm. Aber bei, sag ich mal, 1000, 1200 stehst du eine Woche da. Ne? So, dann machst du hier ein Foto, dann gehst du auch mal drum rum und wer weiß was. Aber du warst wirklich da, waren auch viele polnische Zuschauer dann da bei solchen Dingen. Vermisst du das sogar nicht? Sogar Schlesier. Ne? Ja. Also und Heimatvertriebene. Ich darf, glaube ich, hör mal, hast du heute eine sarkastische Woche oder was? Die wollten auf der alten Karte, haben sie gesagt, hey, ich bin aus Danzig. Viele leben im Moment nach der alten Karte. Ja, eure Kneipe funktioniert nach der alten Karte. Ja. Die alte Karte, aber fehlt dir das nicht manchmal so, dieser Kontakt? Dass du auch so, ich habe viel Kontakt mit Polizei, mit Frau, mit Arbeitsamt. Ich habe Kontakt. Ne? Ja. Also natürlich fehlt das schon. Ja? Ja. Aber ich habe, sag mal so, ich hab viel erlebt und wenn sich was Schönes ergibt, eine schöne Sendung wie damals mit Sarpay sowas, würde ich natürlich gerne machen. Ne? Ja. Aber man muss natürlich, kommt immer Frage, ob die Leute dich wollen und auch die richtigen Leute dich wollen. Das ist wie mit Beziehung. Ich muss dazu sagen, er ist ein Arsch, weil er im richtigen Moment nicht einfach mal auf dem Tisch gehauen hat. Weißt du? Wo ich dann sage, Marek, dann musst du was sagen. Weißt du? Wo ich sage, wenn dir die Leute auf den Sack gehen, dann sag was. Weißt du? Weil du, man ist ja immer so, manche haben auf der Bühne eine große Fresse. Wir haben beide eine große Fresse. So, ich lasse mir auch viel. Und dann, so. Aber ihm denke ich auch manchmal so, hätte er im richtigen Moment das Richtige gesagt, wärst du heute noch dabei. Oder? Nein, ich bin ja selbstständig ausgestiegen. Ja, weißt nein, du? Aber du würdest wieder Spaß daran haben, weil du ein paar Sachen aussortiert hättest. Ja, genau. Jetzt bin ich natürlich erfahrener. Ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte eine schwere Alkoholkrankheit. Das hat natürlich das beschleunigt. So. Ja. Jetzt habe ich wieder gesund, ich fühle mich wieder fit. Das ist normal. Ja? Also ich stand dazu offen. Das Problem ist aber, wenn du erstmal das erzählst, dass du das hast, bist du bei vielen erstmal stigmatisiert. Ja. Das ist einfach so, deswegen kamen auch viele Kollegen zu mir danach, haben gesagt, wir haben das gleiche Problem, aber wir trauen uns nicht, weil dann sind die Sender nicht eingeladen. Und bei mir war genauso. Danach warst du raus. So. Mich laden sie deswegen nicht ein. Ja, weil du mal alles wegtrinkst. Nein, weil die Kosten sind so hoch. Ja, nee, aber das ist natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft noch ein Problem nein, ist. Nein, wir wissen ganz genau, was Backstage passiert. Wir haben beide alles gesehen und wir wissen genau, was Backstage passiert. Und wir wissen, wer damit umgehen kann, wer lügt oder wer einfach nur guckt, wann er umfällt. Wie heißt das? Glauben Sie nicht alles, was Sie immer so vorne sehen? Ja. Ist ja Ralf Schmitz. Ja. Oder Faisal Kavusi, oder? Ja, ne, Ralf Schmitz ist nicht Alkohol, aber der ist im Backstage so ein Arsch. Hm. Unglaublich. Ne? Also man mag ich sehe den nicht, weil der ist so klein. Ich sehe den immer. Ja, ne, aber wenn ich schon Security für als Comedian brauche, dann weiß ich genau, ich mache gerade was falsch. Ja. So, angezapft ist. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Danke dir. Und natürlich mit dem leckeren Köpi. Darf ich fehlen. Hast du das gesehen mit dem Pocher, mit dem, wo der da hingeht und knallt ihm ein? Ja, habe ich gesehen, ja. Ja, klar. Naja, gut, was soll man sagen? Assis halt, ne? Also, Pocher geht mir auch auf den Sack, ja? Bei vielen Dingen. Ich mag ihn nicht. Das ist dein Problem. Ja. Aber so hinzugehen, so feige hinzugehen und dann einfach so ins Gesicht zu schlagen, das zu filmen und sich dafür feiern zu lassen, muss ich sagen, traurige Gesellschaft. Wirklich ganz traurig. Und dann weißt du, guck mal, du bist doch der Richtige. Du bist doch der Richtige. Sag mal auf 12.30 Uhr Sportplatz 1 gegen 1. Ja, ne? Natürlich. So, aber dafür haben die natürlich die Eier nicht, ne? Das zu machen. Und dann muss man das jetzt Internet heute alles stellen, wie ich meinen Hotdog esse, wie ich alles filme und alles. Das kotzt mich auch an. Ja? Aber allein, wenn ich dem, er hat den Nacken also locker und ich knall dem ein, ja, aber für Erwachsene. Und er steht auf und sagt, Alter, der steht doch nicht mehr auf, oder? Ich bin halt nicht mehr in der Lage, dass ich einen Schwinger los habe. Aber ich mache mich doch gerade selber. Ja, Markus, aber vergleiche dich doch nicht mit solchen Gemüse. Nein, aber was läuft denn drauf und runter? Nicht die guten Dinger, wenn du Auftritte und die war geil, genau. Der war da geil. Genau. Die Dinger werden gezeigt. Wenn du einen Fehler machst, wenn du irgendwo mal aneckst, wenn du irgendwo mal vielleicht auch einen Klotschen hattest, die Dinger werden gezeigt.
Ne? Ja, das ist die guck Gesellschaft. Mal, das Traurige ist ja, sowas läuft ja heute sofort viral. Und der, in dem mal, Moment wird bestellt, total geil. Und guck mal, es gibt ja so viele, du hast ja auch die ganze Ochsentour gemacht, ne, von den ganzen Comedy-Clubs und so weiter. Ja. Sowas geht viral und jeden Abend, wissen Sie, in ganz Deutschland treten so viele gute Comedians auf, ja, für die sich keine Sau interessiert, es aber der ist sofort Plattform in Trends. Es gibt auch keine Plattform mehr. Es gibt auch alles weg, Quatsch, Comedy-Club auf Sky, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ja, oder sonst, wo willst du auftreten, ne? Also für Stand-Up fällt mir jetzt nichts ein, wo du sagst, alles klar, läuft in den, sag ich mal, was man normalerweise anmacht. Mhm. Also früher war ja nur ARD, ZDF und WDR verschneit. Irgendwann kamen die Privaten dazu. Durch Tutti Frutti zum Beispiel. Weltklasse. Ja, da habe ich schon Teresa Orlowski geguckt. Ja. Nee, da war ich noch bei Tutti. Ich war da warst du bei Tutti Frutti. Ich habe noch zu Hause gewohnt. Ja. Ja. Ich auch. Ich habe das mit Mama geguckt. Oh, schön. Ja, ja. Heimatgefühl. So, und die Heimat. Ja. Kennst du die? Ja. Kennst du den? Ja. Das ist doch meine alte Nachbarin. Und ist die auch nach Deutschland rüber. Und die schnauen uns immer an. Ja. Ne, aber ist ja wirklich so. Ja. Ne, wenn du irgendwie heute Scheiße baust, aber wird sofort gezeigt. Ja. Ja. Aber du hast ja, du bist ja großer MSV-Fan, ne? Und ich habe vorhin ein bisschen recherchiert. MSV und Polen ist keine Liebesgeschichte. 4 Polen haben für MSV gespielt. Araszkiewicz, halbes Jahr nur, siehst du, kennst du gar nicht. Zahorski, halbes Jahr, auch nicht. Piotr Reis, vielleicht kennst du ihn noch, 2 Tore noch. Und mein Lieblingsspieler, weil da ist ein Nebenberuf noch Fußballer, Tomasz Heito. Nee, es der gibt hat, noch einen, der heißt Hertha, haben wir den ausgeliehen. Nee, das ist dein Hausmeister. Nee, ich meine, stimmt. Tomasz Heito hat hier wirklich sehr viel für die Marlboro-Industrie getan. Ja, der hat tatsächlich Kippen besorgt. Ja, ja, und wurde dafür verknackt. Ja. Aber und siehst du also keine Liebesgeschichte? Der hat schon eine gelbe Karte, wenn die aufgelaufen sind, hat er schon eine gelbe Karte. Hat er schon gegrätscht. Der hat ja den Rekord, glaube ich, lange gehabt. Ne? Der hatte lange, ich glaube, Elfenbecher hat den auch nicht mehr eingeholt. Ja, die haben sich beide blöd angeguckt und dann waren die beide weg. Ja, haben beide geraucht. Beide, ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn als MSV-Fan ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger, darüber zu reden. Aber du als Schalker, ist gegen Bremer jetzt auch nicht, ich weiß es nicht. Was habt ihr gemacht nochmal? Ja, wir haben viel besser gemacht als ihr bei 06. Nee, aber, wir bleiben beide in unserer Liga. Ja. Auf welchem Platz stehen wir momentan? Oder hier? Wir sind gut. Ja, unten. Wir gucken, dass wir noch aufsteigen können, aber würden uns mit der Qualifikation zufrieden geben. Ja. Nee, aber Schalke ist noch drin, du musst ja... Es kotzt einen an. Ja, ja, du bist MSV-Fan über Jahre und dann siehst du, was man... So, ja, wir haben jemanden geholt. Jetzt habe ich ihn getriggert. So, der ist aber nicht... Ja, aber der ist schon lange dabei. Ja. Und dann merkst du, ah, der ist aber nicht so schnell wie die etwas jüngeren Menschen. Ja. Sehe ich das nur? Du bist kurzsichtig. Über kurz oder lang muss ich was ändern. Ja. Auch der Schiedsrichter, der nimmt den mit der Hand mit gegen 60, ne? Und war nur 11. Ja. Ne? Und er nimmt den Ball mit der Hand mit und hinterher kommen 11er da raus und falsch. Kein Videobeweis in der dritten Liga, weil ich immer befürwortet habe, bis zum Wochenende. Mhm. Jetzt spielen wir in Mannheim. Okay. Boah, wir haben in Halle gespielt. Ich meine, draußen ist schon schwer. Weißt du, ne? Boah, boah. Ich habe ihn live gesehen, er ist live gut, wirklich. Nächste Saison spielen gegen Aue, die haben noch nicht mal Konsonanten. Fehlt dir das nicht? Das nein. Scheiße zu labern, ohne dass einer was. Ja, das kann ich zu Hause, hat aber Konsequenzen. Ne? Ja. Ja, ja. Nein, ja. Nein, das ist immer, ich finde das so geil, wie du diese Wortspiele ne, nicht erfindest, sondern einfach machst und die Leute gehen da ab. Ist also super. Nee, du brauchst nicht viel. Ja, ich weiß, was in deinem Kopf manchmal vorgeht. Boah, ist fürchterlich, ne? Ja. Wir saßen dann zusammen auch bei dem so und dann, warum? Mama. Ne? Und dann sagte er, genau, Mama. Ne? Warum hast du mich damals verlassen? Du warst dick und hässlich. Schotti liebt dich, wie hieß der nochmal? Von den Goodies. Der eine. Bad. Nee, du liebt dich. Du konntest den mal richtig gut nachmachen.
Aachen. Ja, ich da war ich schon mal im Delirium aber, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht mehr. Shorty? Shorty? Nee, Shorty ist hier. Nee. Ja. Noch, hallo, noch, hallo, ich bin Loggi. Das wird mal Notorious B.I.G. Ne? Ja. Dann hast du eine Karriere noch. Ja. Aber die hattest du ja schon hinter dir. Ja. Eine Kurzlaufbahn. Also Dschungel wäre eine Option, ne? Ja, haben wir auch ich mal danach gefragt. Ich muss ja die Schweiz-Schulden noch bezahlen. Ja, genau. Entschuldigung. Da muss ich aber 6-mal Dschungel machen. Ich habe einen Deckel gemacht. Ja. Aber haben die dich da auch mal angefragt? Für Dschungel? Ja. Nee, ich bin noch unten. Ich bin noch in dieser RTL2 Reality Stars. Nee, noch, nee. Bei mir haben sie Let's Dance. Ach so. Ich kenne jetzt ja meine Bifi aufreißen, aber meinst du, ich gehe nach Let's Dance? Ja. Ich meine, Lambi und ich, wir Duisburger, wir kennen uns, wir mögen uns und so weiter, aber. Ja. Nee, ich hätte dich eher auf dem Eis gesehen. So ich bin so, ja. Ja, Holiday. Das ist schön so. Wenn Sie wüssten, wie wir die Titanic-Figur nachgespielt haben, ne? Ja. Ja, du warst Kate Winslet, ich DiCaprio, ne? Und wie viel vorher... Nicht, dass du jetzt umdrehst. Genau, ja. Und wie du viel davor passiv üben müssten. Ja, heute aber geht nicht mehr mit dem Titanic, Alter. Im Moment, man dreht den Film ja über Jahre später, aber man weiß doch, was passiert. Weiß man bei Wunder von Bern auch mittlerweile. Ich guck doch nicht Aktenzeichen XY gelöst. Ja. Bei Ungelöst haben viele Polen mitgespielt. Ja. Bis heute Ungelöst. Das ist wirklich, für uns ist das Volksmusikstadel. Aktenzeichen XY. Ne? Sollen wir nicht an irgendwie so ein Format mal für irgendeinen TV-Sender, aber war ich TM3 oder ja, was? Adam sucht Eva. Ne? Ja, genau. Ja. Und findet ihn. Ja. Bauer sucht Frau, habe ich mitgemacht. War ich Küchenaufbauer. Ne? Küchenaufbauer sucht Frau ist auch geil. Ja. War ich Gerätebauer auch. Ne? Ja. Suchst du, guckst du die Sendung an? Ja, ich habe das früher ja geguckt, also das war ja quasi Futter. Das war ja Futter. Du hast einmal das geguckt, aber das Problem war, wenn du das geguckt hast, du hast dich danach besser gefühlt, weil du wusstest, es gibt immerhin noch einen größeren Assi als dich. Ne? Ja. Ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Ja. Ja, also Jackie guckt Berlin Tag und Nacht und die ist auch drin. Ja. Die schläft nie, die guckt das die immer. Die guckt immer Tag Berlin Tag und Nacht. Nicht nur, auch mittags. Ja, immer ich ja. Ja. Und immer, wenn ich reinkomme, läuft Schmidi. Ja. Bei mir sterben da wirklich immer ein paar Gehirnzellen. Mittlerweile kann ja nichts mehr sterben. Aber wo wir gerade bei Erinnerungen sind, was machst du im Moment? So, im Moment bin ich in Sachsen. Hab da. Dreh Sachsen, Paule 2. Der Össi-Rammler fickt ins Koma. Ne? Ja. Ja, Junge, siehst, voll auf Lunge. Ja. Aber kann ich dich nicht mal irgendwo hinbewegen? Wir haben ja hier auch eine Comedy-Show. Du kannst mich bewegen, aber 90 Kilo ist schwierig. Ja, ich schaff das. Ich habe jetzt 10 runtergesetzt, hat keiner gemerkt. Du bist reingekommen, da muss ich zweimal gucken. Ja, wirklich. Ja, du hast abgenommen. Ah, okay. Ja, kannst du aber auch tragen. Ja, danke. Ja. Ein Körbchen größer weniger ist okay. Kann ich mit meiner Frau mehr teilen, die BHs. Ja. Wie läuft es da? Was ist mit dem Kind? Alles gut? Naja. Wie alt jetzt? Gute Frage. Nein. Hab mich gerade hier hingefahren. Also 14. Jetzt ist die Frage, welches von welcher Frau? Ne? Ja. Ja. Jetzt zahlt auch Alimente in 3 Währungen? Ali zahlt, ja. Ja. Das war immer geil. Kennst du früher die Talkshows, ne? Sonja Zietlow. Hey, das ist meine! Ja, ne? Ja. Nee, ich hab mir da gebumst. Ne? Nee, letzte Woche war Enrico dran. Ja, ne? Das kannst du ja nicht der Vater gewesen sein. Ne? Sag mal anstellen, du. Und dann so, Zähne raus. Das ist bei Barbara Salisch auch immer so. Ja. Das ist bis zum Schluss. Letzte Minute steht einer im Publikum auf. Mhm. Und sagt, Mama, was machst du denn hier? Nee, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Ja. Die steht nicht auf der Zeugenliste. Und Barbara, nee, da ist egal. Kommen Sie mal nach vorne. Wer sind Sie? Und dann war das Ding erledigt. Warum liegt da Stroh, ne? Ja, warum liegt da Stroh? Barbara, warum hast du eine Maske auf? Ja. Hat sie, aber die hat das, tatsächlich, die habe ich manchmal noch gesehen. Ja. Barbara fand ich neu, war eine der ersten. Aber ich glaube, das war am Anfang auch nicht so gefaked. Das war das nicht mit dem Maschendrahtzaun, Barbara Salisch? Das war auch nicht gefaked. Das war nicht gefaked, aber danach haben die es gefaked, dann habe ich nicht mehr geguckt. Ja, gefaked ist doof. Nee. Fake News, nee. Nee, fake machen wir nicht. Nee.
Ja. So. Und was macht ihr Holt? Der was? Holt der den noch? Der Holt? Der war der nächste. Alexander Holt war, glaube ich, der zweite. Ne? Oh, aber du sagst, du guckst sowas nicht. Kennst du aber die ganzen Penner? Natürlich. Ich hab doch Zeitschriften. Hat er sich nicht, der hat sich, glaube ich, auch mal... Ich habe die TV-Spielfilm, weil ich hinten die... Ne, hier, hör zu. TV hören und leise. Sehen. So heißt sie. Weil ich die Maus immer suche. Oh, okay. Hinten ist immer eine Maus versteckt in dem Bilderrätsel. Ich bin nicht Allmann genug. Und die Wendy weiß. Wegen dem Rätsel. Ah ja. Okay. Welche Zeitschrift liest du? Radio. Ja, YouTube noch im Radio. Ja, Polen kommt Internet erst langsam. Ja. Aber jetzt nochmal, wir haben hier bald wieder eine Comedy-Show. Hast du nicht Bock, mal 20 Minuten wieder einfach nur rauszurotzen? Ja, wenn mich die Alte rausschmeißt zu Hause vielleicht, ja. Soll ich mit der reden? Ja, du kennst sie doch. Ja, aber... Kennst du extra auch nicht mehr. Die redet ja nicht mehr mit mir. Ja. Nee, weil ich hatte sie als erstes rausgeschmissen. Ja, weil sie ist stumm. Ne? Das ist ja. Das könnte aber in der Biografie so kommen. Oh, der hat die Ex von Marek, hat er damals. Und dann war neben Pascha immer. Ja, ich bin auch kein Fernsehgesicht. Ich bin Gesicht für Radio. Ja, ne? Ja. Ja. Ich bin auch der Einzige, der beim Radio schminkt. Ja. Aber kennst du das früher noch, diese ganzen Leute, die da angerufen haben, ne? Die haben sich immer so Lieder gewünscht, ne? Und ja. Immer einer angerufen, hallo, ich bin der Ronny, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Schweiz. Und ja. Ich wünsche mir von meiner kranken Schweiz. Schwiegermutter, die jetzt im Krankenhaus liegt, von ich, so soll es sein, so kann es bleiben. Na? Na? Ja. So. Also, so. So. Ja. Das war schön. Abschied ist ein schweres Schaf. Ja. Ja. Es gibt eine CD, die müsst ihr euch wirklich holen. Die heißt genau, es ist Genullnau Uhr, heißt die CD. Oder sind nur Versprecher aus dem Radio drin und so weiter. Und da ist auch, sollte einfach nur, ich wünsche mir für den, so das Lied von Roger Whittaker, Abschied ist ein schweres Schaf. Mhm. Und dann, die erklären das bestimmt 15 Mal, Schaf, schwer. Ja? Ich wollte eigentlich zum Geburtstag schenken, die DVD, wie heißt die? Best of Ralf Schmitz, ne? Ja, die ist gut. Ja, die ist leer. Ja, ne? Ja, ja. 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 Die kannst du mit dir überspielen. Aber wenn man einen Tisch wackelt. Ja, danach kommen bestimmt Meldungen. Aber guck mal, der kleine Mann, der ist ja so lustig im Fernsehen. Ich dachte auch, das ist die Kneipe hier zum Hocker, die gehört diesem Bernhard, diesem kleinen Bernhard Hocker. Hat man, ja. Aber der wollte weiter mit dem Elton da auf Tour gehen. Ach so, okay. Ach, Horeca heißt. Ja, okay. Ist ja. Das nicht schlimm, wenn man seine Gags erklärt kriegt? Bernhard. Aber Bernhard Horka und Ralf Schmitz, die können auf Tour gehen, ne? Zusammen. Ne? Ja. Fehlen nur noch 5 Schlümpfe. Ja, ja genau. Ja. Als die LA Lakers. Ja. Auf Wish bestellt. Als LL Shorties. Die Kick-Version. Ja. Jetzt auch als Pfandflasche. Ja. Ja. Nee, aber das sind so Momente, so, die ich mal erlebt habe. Aber normalerweise habe ich sehr schöne Momente erlebt mit Leuten, die ich, sag mal, wir beide haben uns dadurch kennengelernt. Mhm. Jung von Lippe zum Beispiel, Mike Krüger, solche Leute, wo du früher schon die CDs von gehört hast oder Otto Waalkes und dann warst du irgendwie stolz, dass du die mal kennengelernt hast. Mhm. Du bist vor mir schon die ganze Palette durchgegangen. Wie sind sie mit dir umgegangen? Die ganzen Stars, meinst du? Ja. Oder was? Die habe ich ja nie kennengelernt. Richtig. Ja. Echt nicht? Ich habe nur so Leute wie Hausmeister Krause und so kennengelernt. Ja, der war auch schon hier, der Tom. Ja. Nee, auf der Stufe war ich noch nicht. Aber ich habe mal Teresa Lowski getroffen. Ja. Und die war auch live geil. Wie oft? Ja. Nach einer halben Stunde war mein Geld alle. Ne? Ja. 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 Deswegen die Schweiz. Ja. Du musst nachzahlen. Ja. Aber es ist ja. Aber nee, weil du sagst, das ist ja immer diese riesen Enttäuschung, wenn du Leute triffst, die dann wirklich Penner sind. Ne? Ja. Es gibt welche, so, da sagen die einen, du machst genau wie ich, deinen eigenen Blickwinkel, du machst deine eigenen Erfahrungen. Du sagst selber, als du musst den erstmal ein Auge weiß ja. Ne? Aber ich will meine eigene Erfahrung damit machen. Deswegen sage ich bei Mario zum Beispiel, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Du hast vielleicht andere dann gemacht. Mhm. Nur beim Ralf, da ging zu weit. Deswegen ist auch eine Security von der Bühne geflogen. Mhm.
Und da steht so. Aber Ralf wurde aber nicht gefilmt. Ach so, Ralf Schmitz braucht eine Bühne. Der braucht eine Bühne, Ralf Schmitz, eine hohe Bühne. Ne? Ja, ist so, aber so dermaßen arrogant und von oben herab und das von unten. Ja. Nein, wir wollen ja keine Witze über kleine Männer machen. Nein. Die haben es schon schwer genug. Ja. Es ist eine schlimme Zeit. Und Marek, wie geht's dir so? Ja. Was machst du in Zukunft? Du wolltest einen Videofilm machen. Einen Videofilm machen? Irgendwie hast du gesagt, dass du bei einer Videothek warst und du wolltest da einen Film drehen. Ja, aber ich bin nicht mehr im Saft dafür. Nee, der Saft kommt nur noch raus. Ja. Ja, da muss man wirklich... VHS halt. Ne? Aber gut, es gibt natürlich Zielgruppe, Perverse gibt es ja alle. Vielleicht habe ich auch eine Zielgruppe. Es ist nichts pervers. Du musst dir mal vorstellen, ja. 50 Shades of Grey gilt als Erotikfilm. FSK, also für sensible Kinder. Ja. 16. Markus Krebs, permanent Panne, ab 16. Jetzt kommst du. Ja gut. Ach, deswegen habe ich meine DVD so wenig verkauft, weil bei mir war ab 60. Ich habe dieselbe Erotik. Okay, ja. Ich bin eher wer bestimmt denn sowas? Wer sagt denn hier, FSK ist so? Da ist einer, dem passt deine Fresse nicht. Das sind viele. Ja, ne? War früher bei Sparkasse immer. Ja. Nee, das ist wirklich so. Kennst du das Sparkassengeschnatter? Dieses... Wenn die in den Computer gucken, weißt du, so, ja, ich wollte mir ein Auto kaufen und dann gucken die in deinen so. Was war denn mit der Sache dabei Kreditreform? Klatsch! Ich krieg das Auto nicht. Nee, bei Sparkasse, soweit habe ich es gar nicht geschafft. Ich habe Führerschein abgegeben. Ich kriege eh kein Auto. Ich war direkt Pfandleihhaus. Ne? Da habe ich ein Konto. Ja, was du wirklich machen kannst, ist ein kleiner Tipp für Leute, die jetzt länger in Urlaub fliegen wollen oder was. Und ihr wisst genau, in Düsseldorf oder was, das Parken ist sehr, sehr teuer, wenn ihr auf lange Zeit da parkt. Also bringt das Auto in Pfandhaus. Wollt nur 2.000 Euro für den Audi haben, scheißegal. Ja, dann bleibt das aber 3 Wochen da sicher und ihr bezahlt nur die Zinsen dafür. Das ist viel billiger, als wenn du da parkst. Du musst mich nicht über Autos aufklären, ne? Ja. Ich hole mir Salz und Pfeffer auch nur bei McDonald's. Ich sehe hier die Gesichter zu den Autos. Aber ich bin wieder clean, ne? Ja, gut. Ja, seit die Rumänen hier sind, haben wir Polen verdrängt vom Markt. Oh, du hörst weg, Cosmin. Er ist Rumäne. Oh. Ah ja, gut. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Ja. Aber jetzt mal abgesehen davon, was sagst du zur WM in Katar? Mal abgesehen davon, dass das auch Schnupfen heißt, guckst du die überhaupt noch an oder boykottierst du die? 11 Uhr ist das Anfangsspiel, da drehen wir uns das zweite Mal um. Also jetzt wird natürlich jeder sagen, WM Katar. Ich gucke den Scheiß einfach nicht, weil ich war mir schon vorher klar. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Es ist einfach nicht keine Vorfreude. Ich bin vom Fieber immer noch getrieben. Ja, weil der so heiß ist wahrscheinlich. Ja. Nee. Ich weiß es nicht. Also, hast du mal die Kosten gesehen? Wer soll sich das denn dort leisten können? Erstens darfst du dort nicht auf der Straße, gut, werden die vielleicht ein bisschen lockern, saufen. Da gucke ich nicht. Dann kostet, glaube ich, ein Zimmer so und so viel 1.000 Euro. Also das ist wieder, weißt du... Ja, ich bin einfach in Dubai. Ja. Nein, aber wie kann die FIFA hingehen und nach Katar diese... Ja. Da wieso nicht in Oman, ne? Ja. Oman, hör auf. Ja. Oder Saudi-Arabien. Ne? Ja, endlich mal eine Demokratie, hast du recht. Ja. Nee, Saudi-Arabien ist die Frauenfußball-WM, glaube ich. Echt? Ja. Aber man sieht nichts. Ja. Kennst du den saudischen Fiat Panda? Kennst du den? Nein. Nee, da ist so eine Plane drüber und vorne bei Scheibe ist Schlitz. Ne? Untertitel auf Tafel 150. Nein, aber wie gesagt, ich bin erstmal froh, dass du hier heute warst. Gleich kommt... Na gut, ich hatte nichts anderes zu tun. Sag ich mal, Landsmann, kann man schon fast sagen. Ja, schade, dass er damals... für die DDR gespielt. Ja, schade, ja, für die DDR, aber dann auch für Deutschland. Schade, dass er nicht für Polen gespielt hat, weil gerade in diesen 90er Jahren waren wir so schlecht, da hätte er auch noch eine Chance gehabt. Ja. Ne? Ich glaube, er wäre heute Trainer dort. Ja. Ja? Ja, U8. wo wir gerade über lange... Super Typ, war sehr guter Techniker. Ja gut, hat dann Fußball gespielt. Ja, gut. Ach so, keine... Ich könnte mich küssen für sowas, echt. Ja.
Noch nie war ich über den Satz froh, halten Sie Abstand. Ja. Marek, es war mir ein Fest, aber ich hoffe, dass ich dich wirklich mal überreden kann, dass du, also ich glaube auch, ihr wollt ihn nochmal hier 20, 25, 30 Sekunden, Minuten auf der Bühne sehen. Ja. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mal hier auftreten würdest, nach dem Pascha, wo war ja wirklich emotional. Wie gesagt, denk dran, die haben danach zugemacht. Ne? Ich wünsche dir für jetzt alles Gute. Es war vorher ganz klar, dass er mit der Karriere, Comedy-Karriere aufhören will. Ja. Und das war ein harter Auftritt tatsächlich, mal abgesehen davon, wo es war. Harter Auftritt, ja. Deswegen merke ich erst hinterher, wenn ich das sage. Aber der war wirklich emotional. Ich bin sehr stolz, dass an meinem letzten Abend auf der Bühne keine Arschlöcher auf der Bühne waren, sondern so Granaten wie du. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Und dafür danke ich dir. I love you. Marek Fies!